Um mal die Arbeit zu erleichtern. Ganz einfach. Die Arbeit zu erleichtern, viel Tipparbeit zu sparen, wenn ich mit Basecom AVR programmieren will. Ganz wichtig, der erste Schritt. Und zwar, ihr öffnet ein Beispielprogramm, ich zeige das dann alles. Und dieses Beispielprogramm, das speichert ihr unter einem neuen Namen, den ihr dann braucht. Und dann heißt es loslegen. Ich zeige mal, wie das geht. Eigentlich ganz einfach. Ich lasse mal den blauen Rand, aber ihr müsstet eigentlich alles sehen können. Gut, ich habe hier ein Programm, das habe ich aus einem Beispielprogramm, damit ich mir die ganzen Einstellungen, diesen ganzen Kram, damit ich mir das alles sparen kann. Und das eigentliche Programm, das geht eigentlich erst ab hier los. Ich habe hier Variablen dimensioniert und so weiter und so fort. Und ich habe hier ein Programm gemacht, das könnt ihr in dem anderen Video sehen. Ich werde dann hier oben mal einen Link nochmal dazu anfertigen, wie das Programm hier funktioniert. Und dieses Programm, ich habe das einfach Quatsch 01. BAS, das ist die Dateierweiterung, habe ich einfach so genannt. Und ihr müsst euch eigentlich um den ganzen Kram, die Einrichtung, um welchen Mikroprozessor es sich handelt, wie das LCD angesteuert wird und so weiter, müsst ihr euch überhaupt nicht kümmern. Erstmal nicht. Gut, so dieses Programm, das lasse ich mal und wir fangen ja eigentlich mit einer leeren Programmieroberfläche an und dann geht das hier oben los und ein Beispielprogramm findet ihr unter Öffnen und dann seht ihr Samples. Und zwar Beispiel LCD-BAS. LCD nehmen wir das. Das ist unter Samples zu finden bei LCD-Text. Es gibt da noch andere. Naja, gut, lassen wir das jetzt mal. Ich nehme einfach mal dieses hier. So, das wird jetzt hier geöffnet und ich habe alle Einstellungen, die wichtig sind, damit das LCD überhaupt funktioniert, schon mal im Kopf drin. Natürlich, sowas fängt dann immer an mit Hello World und so weiter und so fort und dies und das. Hier geht eigentlich das richtige Programm los. Hier könnt ihr dann drin schreiben. Aber damit ihr euch dieses Beispielprogramm nicht verderbt, speichern wir das ganz einfach unter einem neuen Namen. Speichern unter und jetzt sagen wir, ja, Quatsch 1 habe ich schon. Ich nenne das mal Quatsch 2. Und mit dem will ich dann was machen. So, speichern unter, das haben wir erledigt. Leave the old config-File. Könnt ihr ruhig Yes sagen. Hat vorläufig nichts zu sagen, denn wir wollen ja erstmal in unserem Simulator irgendwas ausprobieren. Und auch dieses einfache Programm, das können wir schon mal entsprechend kompilieren. Und wenn kein Fehler auftritt, dann öffnet sich der Simulator. Ihr klickt noch das LCD an, damit ihr auch was seht. Und jetzt lasst ihr einfach mal das Programm laufen, was da drin passiert. Mal sehen. Ja, Hello World, ne? Und er zeigt euch hier immer gleich, was er gemacht hat. Und ja, damit ist das ganze Thema schon durch. Hier steht natürlich jetzt irgendwelcher Blödsinn, den brauchen wir nicht. Ihr müsst nicht dieses Fenster einzeln schließen, das könnt ihr auch verschieben nebenbei. Also nicht unbedingt einzeln schließen. Wenn ihr den Simulator verlasst, dann schließt sich auch das LCD mit. So. Das war's. Und dann wird hier geschrieben und dann wird ausprobiert und gemacht und getan. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem ersten Programm. Und ihr könnt es ja sogar schon ausprobieren. Na denn, ach so, was ich noch vergessen hatte. Wenn ihr mal nicht wisst, wie die einzelnen Befehle heißen, dann kann man das unter Hilfethemen ganz gut machen. Ach, jetzt stört ein bisschen der Rahmen, den nehme ich mal weg. Und zwar mit Installation, mit allem drum und dran. Und hier haben wir Language Fundamentals und bei Basecom Language References, das ist in Englisch, Herrgott nochmal, ist nicht so schlimm, dürfte euch eigentlich nicht so schwer fallen. Da könnt ihr dann gucken und die verschiedenen Befehle auch entsprechend raussuchen. Zum Beispiel Loop hatte ich hier mal eingegeben und wenn man das dann anguckt, nö, das reicht, einfach Enter geben und dann kommt Do Loop, die Schleife, die wird dann hier nochmal erklärt, Doppelklick. Loop until und so weiter und so fort. Also das kann man da wunderbar alles rauskriegen. Gut, aber das muss es jetzt gewesen sein. Ich denke mal, ihr habt die erste Waffe in der Hand und könnt schon mal loslegen, wenigstens zum Simulieren. Das Brennen und so weiter, also den Mikrochip dann selber programmieren, das machen wir später. Bis dann, ich wünsche euch was. Tschüss.